Im Center for Smart Manufacturing wird von einem engagierten Forscherteam seit mehr als 15 Jahren die Zukunft des 3D-Drucks mitgestaltet. Einer der ersten Aufträge war im Jahr 2006 die Produktion einer hochwertigen Innovation Award-Trophäe. Die damalige Innovations- und Produktmanagement-Studentin Barbara Gittmeier hat Designstudien für diesen Siegerpokal durchgeführt und Prototypen gefertigt. Mithilfe von Reverse-Engineering-Werkzeugen wurde das Gipsmodell digitalisiert und am Computer weitermodelliert. Das entstandene Kurven- und Flächenmodell wird zur Weiterbearbeitung in ein Facettenmodell übergeleitet. Um die Daten schließlich an den Drucker übermitteln zu können, muss der Innovation Award virtuell in Schichten geschnitten werden. Es werden auch Stützkonstruktionen für exponierte Stellen am Produkt hinzugefügt. Bevor die Techniker den Druckknopf drücken können, wird der Produktionsprozess im Rahmen der Simulation noch einmal virtuell getestet und optimiert. Jetzt kann der Druck losgehen. Das Metallpulver wird auf die 3D-Druckplattform eingebracht. Im Falle des Innovation Awards wird eine Stahllegierung in Pulverform verwendet. Anschließend lasert der Drucker nach dem Selective Laser Melting Verfahren die Schichten auf. Eine Schicht ist dabei nur 0,03 mm dick, halb so dick wie ein normales Haar. Es bedarf über 4000 Schichten, bis der Innovation Award fertig ist. Die Druckdauer umfasst dabei etwa 20 Stunden. Nach dem aufwendigen Druckprozess wird das Pulver entfernt und der Innovation Award aus dem Drucker entpackt. Damit er das endgültige, edle Aussehen erlangt, muss er in händischer Feinarbeit von der Plattform getrennt, die Stützstruktur entfernt und die Oberflächen geschliffen, poliert und lackiert werden. Zu guter Letzt wird der Innovation Award FH-Wels auf einen wertigen Holzsockel geschraubt. Jetzt wartet dieser hochwertige Innovation Award FH-Wels auf eine würdige Preisträgerin oder einen würdigen Preisträger. Das FH-Team aus dem Fachbereich Produktionstechnik gratuliert herzlich.